Die Villa Domer kenne ich schon seit ca. 3 Jahren. Es ist eine unglaublich tolle Location. Und für mich war es und ist es natürlich eine Herausforderung, dort aufstellen zu dürfen. Also großartig, die gesamte Anlage, der italienische Baustil, die Symmetrie des Gartens ist perfekt für meine Arbeiten, für die Platzierung. Die Landschaft, das Meer kann liegen zu Füßen. Es ist einfach überwältigend. Es ist großartig. Ich bin begeistert. Ja, super platziert finde ich da oben diese blaue Vase, weil meine Arbeiten passen perfekt mit der Symmetrie des Gartens, weil oft arbeite ich paarweise und hier kann ich die wirklich mal entsprechend platzieren. Ich finde die beiden Kugeln großartig mit den Gefäßen in den Nischen. Ich finde es einfach klasse. Frederik Ballester, der Direktor der Kulturabteilung, hat einen super Job geleistet. Großartig. Auch sehr schön. Ich liebe gestreift. Können auch Punkte sein. Oder Löcher. Oder strukturiert. Traumhaft schön platziert. Fällt mir gut in Verbindung mit den Pflanzen. Der Garten ist großartig angelegt. Skulpturen. Ich freue mich schon auf morgen. Morgen ist die Eröffnung. Ich denke mal, das kann nur ein Erfolg werden. Sehr schöne Arbeit. Ja, ich habe mit 20 Jahren gemacht, eines meiner ersten großen Arbeiten. Das heißt, ich habe ja monatelang darauf hingearbeitet und gewartet, also auf diesen Tag, die Eröffnung. Je mehr Leute kommen, umso besser. Es sind viele Freunde gekommen, was mich sehr gefreut hat. Peter, tu mal.
la Villa de Mer, c'est redonner un sens aux années 30, à l'époque où la villa a été construite par Jean-Gabriel Domergue. Alors Peter Thum, pour moi, c'est quelqu'un au 21e siècle qui redonne un coup de fouet à la céramique de par la qualité et l'originalité de son œuvre. Et c'est un joli mélange entre les années 30, qui est une villa exceptionnelle, et toutes les références qu'on peut trouver dans cette villa. Et le choix qui a été difficile de faire venir quelqu'un qui pouvait quand même avoir un rapport avec toute cette période des années 30 où la céramique était en Europe en pleine effervescence. Après le 19e siècle, où des gens comme Théodore Deck à Sèvres ont fait des expériences sur tout ce qui s'était passé en Orient, en faisant revenir des pièces, les analyser pour savoir comment les émaux étaient développés. Peter Thum à la Villa Domergue, finalement, il redonne ce feu d'artifice qu'il y a eu dans les années 30 avec les plus grands céramistes du moment. Et se retrouver là, artiste contemporain, c'est pour nous un grand plaisir et une grande harmonie avec cette architecture et ce jardin à l'italienne. Meine Begriffe ist die Villa Domergue und vor allen Dingen der Garten, der ideale Hintergrund für die Arbeiten von Peter. Das passt zusammen, als wenn es von Ewigkeit an zusammengehört hätte. Bonsoir, et je starte aussi bien sûr avec un grand merci pour toutes les personnes qui travaillent pour mon exposition. Un grand merci pour la ville de Cannes, pour la ville de Vallauris, pour le maire, pour M. Bourchon, pour M. Arson, pour Frédéric Ballester avec le grand... C'est Ballester. Avec l'enthousiasme et le travail, le catalogue et tout comme ça. Ça, c'est un grand plaisir pour moi d'exposer ici. Et aussi, merci pour tout le team. Bravo. Merci. Dans le travail de Peter Thum, ce qui peut m'intéresser, c'est le volume et le graphisme qu'il met dessus et le côté spectaculaire des pièces. Je trouve ça très grand. Am meisten bewundere ich bei Peter die Gefäße. Die Form variiert zwar nicht sehr stark, die Formen, besser gesagt, variieren nicht sehr stark, aber durch die malerische Gestaltung und vor allen Dingen durch ihre exzeptionelle Größe sind sie einfach einmalig. Für mich war die Eröffnung ein super Erfolg. Ich war begeistert. Ich hätte nicht mit so vielen Leuten gerechnet. Ich bin ja recht unbekannt in Frankreich und für mich war das großartig und ich hoffe, das bewegt die ganze Sache vorwärts. Thank you.
C'est fait ça, c'est fait.